Hi und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich weiß, im letzten Video hatte ich gesagt, es wird um den Kettentausch gehen, aber gesundheitlich war ich ein wenig angeschlagen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, in dem Thema geht's. Es gibt was auf die Ohren. Mein Arel Profile 5 ist ein Helm, der wurde mit 101 Dezibel gemessen. Und 101 Dezibel ist ganz schön laut. Und zwar richtig unangenehm laut. Also wenn es unter dem Helm nicht so laut wäre. Und ich habe überlegt, was mache ich? Kaufe ich mir einen neuen Helm, der leiser ist? Das ist eine teure Variante. Besorge ich mir irgendwelche billigen Schaumstoffgehörschützer? Oder lasse ich mir welche anfertigen? Oder gibt es sonst irgendwas? Naja, auf der Arbeit haben wir halt eben so billige Schaumstoffteile. Also diese hier. So sehen die aus. Lassen sich richtig schön zusammenrollen. So werden dann ganz dünn und knubbelig. Und die kann man sich dann in die Ohren schieben. Und dann dehnen die sich aus. Kosten nur ein paar Cent. Ist eine gute Alternative, um den Helm leise zu bekommen. Hat aber auch einen großen Nachteil. Es wird richtig dumpf unter dem Helm und man bekommt von seinem Umfeld nicht mehr viel mit. Naja, die nächste Variante, die mir so einfiel, ist, sich Gehörstropfen anfertigen zu lassen. Aber mit 180 Euro auch keine günstige Alternative. Und dann habe ich mich nach was anderem umgeschaut und die einen oder anderen kennen die bestimmt auch. Und zwar sind das diese Alpine, Alpine MotorSafe Gehörstopfen. Diese gibt es in zwei Ausführungen. Ich zeige die euch einmal. Es gibt sie einmal in der Ausführung. Es gibt sie einmal in der Ausführung Tour und es gibt sie einmal in der Ausführung Race. Ja, und da ich mir gesagt habe, da ich nicht auf der Renne unterwegs bin, dann reichen für mich auf jeden Fall die Alpine Tour Ohrstopfen. Schaut mal. Das hier ist der Alpine Tour Ohrstöpsel. Er ist hier schwarz. In der Mitte ist eine Bohrung oder ein Loch. Und so sehen die Alpine Rays aus. Sind hier rot, haben hier in der Mitte auch eine Bohrung. Ja, diese ganzen Dinger sind relativ einfach anzuziehen. Ich zeige euch das mal gerade eben. Also da wird so eine Einführhilfe mitgeliefert. So sieht die aus. Und dann stöpselt man die Teile hier so rein. Zieht sich so ein bisschen am Ohr. Schiebt die sich in das Ohr rein. Nimmt diese Einführhilfe hier wieder raus. Und et voilà, der Ohrstopfen sitzt. Am Ende von diesem Stopfen ist so ein Pömmel dran. Da könnt ihr die dann rausziehen. Wie gesagt, gibt es in zwei Ausführungen. Einmal in der Ausführung Tour und einmal in der Ausführung Race. Leider habe ich keine Dezibelzahlen dazu gefunden, sondern nur eine Grafik, wo Frequenzwerte stehen. Letztendlich habe ich mich für die Race entschieden. Warum? Das möchte ich euch gleich im nachfolgenden Video zeigen. Viel Spaß mit dem Video. So, dann wollen wir doch mal die Alpine Ohrstöpsel, die Race, testen. Und ich kann nur sagen, bis jetzt funktionieren sie sehr gut. Man muss sagen, für 14,95 Euro oder was die kosten, diese zwei kleinen Silikondinger, das ist ja echt ordentlich. Ich fahre jetzt die Alpine Race. Ich habe vorher die Alpine Tour gehabt und die fand ich auch sehr angenehm zu tragen. Waren auch bis 70, 80 km/h. Waren die auch wirklich von der Geräuschreduzierung sehr gut. Aber ab 80 km/h bzw. ab 90, das war so, als wenn man überhaupt keine trägt. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt habe ich den Arel Profile 5 Helm.
der mit über 100 Dezibel ja auch nicht der leiseste Helm ist. Deswegen habe ich mir jetzt die Race gekauft. Und ja, aber das soll ich sagen, selbst bei 100 km/h hat man nicht das Problem. Und jetzt kommt noch ein Rettungswagen. Das heißt, auch das hört man sehr gut. Ja, und meine Musik, die ich am Laufen habe, die höre ich auch sehr gut. Das Motorgeräusch kommt noch ausreichend gut rüber. Ja, wenn man spricht, ist das so ein bisschen, ja, so ein bisschen dumpf hört sich das an. Aber gut, das ist ja bei Ohrstopfen im Allgemeinen so. Aber man kann sein Umfeld dennoch gut wahrnehmen und diese lästigen Windgeräusche sind endlich weg. Ich muss ja sagen, also ich bin von diesen Alpine-Ohrstöpseln bin ich angenehm überrascht. Also diese Windgeräusche, diese lästigen, sind endlich vorbei. Dieses Pfeifen auf den Ohren ist endlich weg. Ach, herrlich. Ist nicht so, als wenn ich jetzt gar keine Windgeräusche mehr habe. Aber sie sind um ein Vielfaches leiser. Und da kommt noch schon der nächste Rettungswagen. Oh, hat es irgendwo wunderbar gekracht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, das Abonnieren nicht vergessen und auch das Kommentieren nicht vergessen. Vielen Dank, bis dahin. Und wie versprochen, beim nächsten Mal gibt es den Kettentausch. Bye bye und ciao, bis zum nächsten Mal.